Ja, 800 Meter sollten wir eigentlich so schaffen, auch ohne das. Die sind so toll. Die sind so toll, die Pasofinos. Die sind so wunderschön. Die sind so toll. Ein T4-Zertifikat gab es dafür wohl auch schon. Mir wurde jetzt geschrieben, dass letztens das eine Pferd, was mir so gut gefallen hat, dass das wohl ein T4 Pasofino war. Also ich hoffe, dass das mal wieder kommt. Also die Farbe hier ist auch mega. Ich finde die ganz, ganz toll. Richtig schick. Und die Mähne halt auch. Sehen ähnlich aus wie der Tinker. Sind nicht das exakt gleiche Modell wie der Tinker, aber sind ähnlich. Deswegen, Leute, der Pasofino, der wird unter Garantie so geil aussehen, wenn das Grafikupdate kommt. Da müssen wir uns natürlich noch drauf gedulden. Horsehaven hat ja gepostet, dass das erst irgendwann Anfang 2020 kommt. Das heißt, da müssen wir wirklich noch so ein bisschen Geduld haben. Ja, ich weiß, Geduld ist. Ich kann mich auch mal sehr schlecht gedulden. Aber in dem Fall bleibt uns ja leider nichts anderes übrig. Aber gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird eine richtig coole Sache, da bin ich mir sehr sicher. Jetzt wäre es nochmal schön, wenn sie die ganzen Probleme ausmerzen, die das Android Engine-Update gebracht hat. Aber sie haben ja jetzt letztens schon einen Facebook-Post gebracht, dass sie sich dafür bedanken für die vielen Bug-Reports, die gekommen sind und dass das schon an die Techniker weitergeleitet wurde und dass sie schon daran arbeiten. Und das ist doch erstmal positiv, dass man halt die Rückmeldung bekommt, okay, das ist angekommen. Sie wissen von den Problemen, sie wissen, was die Probleme sind und können es eben in Angriff nehmen. Das finde ich gut, dass sie da auch wirklich so schnell reagiert haben. Weil manche Sachen sind momentan schon frustrierend. Der ein oder andere kann nicht mal mehr mit Pferden von anderen Spielern züchten. Das ist jetzt bei mir gerade kein Problem. Aber ich hoffe auch, dass das schnell wieder behoben wird, also dass das schnell wieder zurückkommt, dass man Freunde um Hilfe bitten kann. Weil das erleichtert das Züchten doch enorm. Wenn man die Zuchtzeit einfach ein bisschen runterdrehen kann. Guck mal hier, ich reite schon viel zu lange jetzt das Rennen hier. Wir können gleich mal gucken, ob wir noch irgendwas schon so weit haben, dass wir da eine Fähigkeit, eine weitere freischalten können. Aber ich glaube nicht. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal wieder den ersten Punkt abgeschlossen. Das haben wir schon mal wieder geschafft. Und diese drei Traumjuwelen haben wir freigespielt. Bringt momentan auch nichts, weil das ja auch gerade deaktiviert ist nach dem Android Engine Update. So. Wo kriegen wir denn hier mal? Guck mal, da würden wir zwei Smaragde kriegen bei 6.400. Wie viel müsste man hier laufen? Da kriegen wir drei sogar bei 5.000. Hier müssten wir jetzt gerade nur 2.200 laufen. Können wir auch mal machen. 2.200. Mit wem machen wir das mal? Oh, machen wir mal mit Ramon. 2.200 Meter in dem skandinavischen Rennen. Ich hoffe, dass das reicht. Ach, der ist toll, ne? Die sind so schick, die Saddlebreds. Gab es für die eigentlich schon mal ein Zertifikat T4? Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Weil es eine super hübsche Rasse ist. Und eben auch sehr gut. Gut, der Hals hier, der sieht ein bisschen strange aus. Und es ist so cool, dass wir hier die Herzen endlich wieder sehen. Ja, man konnte sie vorher zwar an den Lücken in den Münzen erahnen, aber ganz ehrlich, bei der Strecke hier muss man sich genug auf das Rennen konzentrieren. Dann noch zu gucken, oh, da ist eine Lücke, da könnte eventuell ein Herz sein. Das war schon sehr, sehr stressig. So, können wir noch mal ein bisschen beschleunigen hier.
Oh no. Das war dumm. Aber die Hälfte haben wir gleich. Jetzt haben wir die Hälfte. Guck mal, wie viel schneller man das zurückgelegt hat, auch die Strecke. Wir waren eben mit Witchy, waren wir tatsächlich ziemlich lahm. Weil sie nicht die schnellste ist. Das merkt man schon krass, wenn ein Pferd ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller ist. Das merkt man erstaunlich stark. Oh. 700 fehlen uns noch. No, die ganze Reihe ist mir gerade verloren gegangen an Münzen. Ich glaub dat net. Nicht net. Wow. Herzchen. Oh, das schaffe ich nicht. Bergauf, die hohen Hindernisse, das schaffe ich nicht mit Ramon. Dafür fehlt ihm Sprungkraft. Hui. Aber jetzt haben wir es ja auch gleich. Ding, 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 da haben wir es. Da haben wir es. So. Er wollte sich nicht so richtig hinsetzen, ne? Er wollte gern noch. So, jetzt haben wir davon auch schon mal wieder 3 Steine bekommen. Schon mal wieder gut fürs nächste T4-Zertifikat. Können wir das eigentlich auch schon sehen, was die nächsten wiederum werden? I don't know. Ich habe noch nicht geguckt. Können wir gleich vielleicht auch mal noch machen. Wie viel müssten wir jetzt hier laufen? 3400. Haben wir hier noch was anderes, was interessant wäre? Hier kriegen wir 2. Hier kriegen wir auch 3400. Müssten wir laufen. Was haben wir hier? 1800. Ja, also das wäre auch nicht uninteressant. Aber hier bräuchten wir am besten ein Pferd, was noch Erfahrungspunkte braucht. Ja, Teddy oder Zara. Wie sieht es denn bei Teddy aus? Hat er auch irgendwie schon... Nee, da sind wir mit Zara besser dran. Wie viel müssen wir laufen? Weil dann bekommt Zara... Guck mal, das ist perfekt, weil die müssen wir... Wir müssen ja noch ein Pferd ausleveln. Wir müssen ja noch ein Pferd ausleveln. Was macht das Ohr? Wie viel? 1800 insgesamt. Weil sie hat hier diese Sonnenläufer-Sache. Das erste Mal, dass wir mit einem Mavari ein Rennen reiten. Beziehungsweise laufen. Wir haben ja keinen Reiter drauf. Haben wir vorher noch nie gemacht. Fällt mir mal so auf. Sehr schön, da kriegen wir noch mal ein bisschen Ausdauer dazu. Hab schon wieder vergessen, wie weit. 1800. Lieber noch mal mehr gucken, als dass ich dann doch zu früh aufhöre. Hübsch. Also die Mavaris mag ich. Das heißt, ich habe noch mal einen Grund mehr, mich über Kesari zu freuen. Die sind echt mega cool. No. Ich hab mein Schild gesprengt. Hab's kaputt gemacht.